Du schaffst es aber immer, auch wenn du nach dem Tiefen suchst, das am Ende mit leichter Hand zu erzählen. Mhm. Ja, für mich das große Kunst. Wie kommt man dahin? Wie bist du dahin gekommen? Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich weiß, dass mich das pure Drama nicht so interessiert. Ich habe schon immer gerne mit einem Augenzwinkern gearbeitet. Und Kultur. Punkt. Der Podcast. Der Podcast. Der Podcast. Der Podcast. Der Podcast. Staffel 1, Folge 16, Teil 2. Wie machst du das, Axel Ranisch? Ein Podcast der Reihe Mensch und Kultur.de. Der Podcast. Axel Ranisch hat uns im ersten Teil des Podcast-Interviews berichtet, wie er der Mann wurde, der er heute ist. Jemand, der Geschichten hat, mitreißend erzählen kann und das in so vielen Medienarten. Der Cliffhanger war die Frage, wie machst du das, Axel? Die Antwort darauf und noch viel mehr jetzt hier im zweiten Teil unseres Gesprächs am 11.10.23 in Berlin. Ich hoffe, es macht euch so viel Spaß beim Zuhören, wie es mir beim Aufnehmen gemacht hat. Hier ist der Erfolgsregisseur, Musikliebhaber, Autor und ebenso lebendige, humorvolle wie liebenswerte Erzähler und Lebensweltvermittler Axel Ranisch. Du schaffst es aber immer, auch wenn du nach dem Tiefen suchst, das am Ende mit leichter Hand zu erzählen. Ja, für mich das große Kunst. Wie kommt man dahin? Wie bist du dahin gekommen? Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich weiß, dass mich das pure Drama nicht so interessiert. Also das, ich habe schon immer gerne mit einem Augenzwinkern gearbeitet. Ich habe schon immer Ironie gemocht, Selbstironie. Ich habe irgendwann gelernt, dass Selbstironie mein Weg ist zum Überleben. Mhm. Ja, also Angriff ist die beste Verteidigung. Ihr wollt mich fertig machen, weil ich dick bin. Ja, ich kann auch selber Witze machen über mich. Also nicht Witze. Ich glaube, Witze sind selten das, was mich interessiert hat. Aber die Absurdität des normalen Lebens, also die Loriot hat ja zum Beispiel auch keine Witze erzählt. Mhm. Und es ist brüllend komisch. Einfach weil er beobachtet hat. Den Wahnsinn von Verhalten innerhalb von Familie, von Beruf, von, steht da irgendwo? Da steht Humor als Lebenskonzept, das wollte ich dich fragen. Ja, ja, das kommt genau darauf, darauf läuft es hinaus, weil das auch das ist, was ich in meiner Familie gelernt habe. Mhm. Also wahnsinnig lustige Menschen, meine Eltern, meine Großeltern. Wir haben ganz viele Konflikte auch einfach hervorragend über Humor lösen können, indem wir dann irgendwie doch drüber gelacht haben oder, also meine Eltern, die waren immer so wahnsinnig gute Krisenmanager. Mhm. Mein Vater hat sich über Kleinigkeiten extrem aufregen können, so, der war ja Trainer und auch ganz engagiert und so, es gab auch Zeiten, da konnte der cholerisch sein und rumbrüllen oder so, aber wenn wirklich was richtig die Kacke am Dampfen war, dann waren meine Eltern immer so cool. Richtig gute, also ich habe eine Familie, wo wir uns alle immer aufeinander verlassen können. Und wo wir dann eben unser Schicksal dann auch mit Humor verarbeiten können. Ich weiß noch, als mein Papa gestorben ist vor 2 Jahren, dass wir uns am nächsten Tag getroffen haben, im Hospiz, in seinem Zimmer, und er lag da noch, das war total schön, die haben das ganz fantastisch gemacht, also Papa lag da und wir saßen um ihn rum und haben angefangen, uns unsere Papa-Geschichten zu erzählen, und das war eine wirklich schöne Stimmung, die da entstanden ist, und die im Hospiz haben gedacht, so, was ist denn das für eine Familie, also das ist ja irre, da sitzen die jetzt zusammen und die hören Lachen aus dem Zimmer von ihrem Papa, der gestern Abend gestorben ist. Und das ist so eine, das macht mich aus, oder das hat so haben sie mich erzogen und das habe ich beibehalten. Und das ist was ich auch in Filmen suche. Also das ist auch was ich suche, wenn ich Filme angucke. Mhm.
Das sind ja diese halbe Treppe Andreas Dresen-Momente oder diese Loriot-Momente oder. Es sind ja verschiedene Geschichten, die durchaus auch tragisch sind. Ja. Ja. Aber irgendwo, es werden auch nicht alle Konflikte gelöst. Nee. Das ist gar nicht notwendig, ne? Aber sie werden erzählt. Und sie werden so ehrlich erzählt, wie es halt geht in dem Medium in der Zeit, ne? Ja. Ja. Und Humor als verbindendes Mittel und als Einbettung in eine Gesamtgeschichte? Oder wie machst du das? Wie gelingt das? Oh, ich habe ein Zitat gefunden von Jake Gyllenhaal, das hat jetzt nichts mit Humor zu tun, wo er erzählt über Brokeback Mountain, dass er überhaupt nicht wusste, in was für einem Film er da ist. Also er wusste schon, dass es die Geschichte gibt und so weiter. Ne? Aber inwieweit dieser Film so funktionieren könnte, da hatte er null Ideen und sagte, Heath Ledger auch nicht, die hatten alle keine Idee, was das für ein Film war. Und sie haben mit Ang Lee sehr gut geprobt und dann hat er sie aber allein gelassen beim Film. Mhm. Ne? Und hinterher sagt er, also du weißt ja als Schauspieler nie, ob ein Film funktioniert. Das, wenn ein Film überhaupt funktioniert, ist das ein Wunder, aber deine Filme funktionieren. Wie kommt das? Was machst du? Ach du, da bist du, da gibt es auch andere Meinungen. Was machst du da? Nee, wenn ich was, also jetzt auf der rein technischen, dramaturgischen Ebene gelernt habe in 7 Jahren Filmhochschule und in dem, was ich seitdem an Geschichten erzählt habe, dann, dass Dramaturgie eigentlich immer nur Zickzackkurve ist. Also du musst deine Figuren raufbringen und dann musst du sie so schnell wie möglich wieder runterbringen. Das ist letztendlich in der Musik genauso. Schnell, langsam, schnell. Also Kontrast ist es. Also das ist jetzt so auf der ganz formalen Ebene versuche ich so viel wie möglich zu kontrastieren und jedem Drama ein Augenzwinkern, jedem jeder dramatischen Situation auch ein absurdes humoristisches Element zu verleihen. Davon ist die Welt voll, der Alltag. Und auf der anderen Seite versuche ich, jeder lustigen Situation ein tiefes Drama drunter zu legen. Also ich zwinge mich schon, meine Figuren in existenzielle Nöte zu bringen, um dann zu gucken, wie sie da wieder rauskommen und das dann möglichst auch mit Humor zu kontrastieren. Also ich habe immer das Gefühl, dass man mit den Leuten nur wirklich lachen kann, wenn man mit ihnen auch geweint hat und umgedreht. So, das heißt, das ist erstmal, das ist jetzt ein rein formales Prinzip und dann passiert es aber natürlich, die Figuren machen sich ja alle selbstständig und man kriegt ja dann beim Erzählen einer Geschichte mit, was müsste der Figur denn jetzt passieren, damit es richtig böse wird. Und da trainiert man sich dann ja auch irgendwann drauf. Also. Suchst du dir die Leute, die das auch so das Leben möglichst authentisch, ist ein blödes Wort, ne? Aber möglichst lebensnah auch darstellen wollen und können? Ja, klar. Oder kommen die auf dich zu? Wie findest du die? Oder sind schreibe ich Geschichten Leuten auf den Leib. Ja, das glaube ich. Also das ist das Liebste, was ich mache. Ich bin auch ein leidenschaftlicher Wiederholungstäter. Ich bin Familienmensch, eben nicht nur mit der eigenen Familie, sondern auch mit der Filmfamilie. Und aber hast du Merten einen Roman geschrieben? Ja. Echt? Ja. Das ist cool. Hab ich. Du hast ihn gesehen beim Schreiben? Ja. Oh, das ist ja eine coole Geschichte. Und wenn du die erste Seite aufklappst, steht da die Widmung für Thorsten Merten drin. Ja, stimmt. Ja. Perfekt. Ich habe ihm den Roman geschrieben. Ja. Der lag dann, eigentlich wollte ich ihm den Film schreiben. Wir sind jetzt bei Nackt über Berlin, ne? Ja, genau. Das hatte eigentlich so, also ich lieb Thorsten schon immer, seit Halbe Treppe natürlich. Ja. Gehört er zu meinen absoluten Lieblingsschauspielern. In Schwerin am Theater war auch. Ah, sehr rational. Ja, ich habe ihn dort in Sonnenallee gesehen, das war ein Spaß. nein, ich bewundere Thorsten so sehr und habe mir immer gewünscht, dass er eigentlich mehr Hauptrollen spielen sollte. Und das war eine Zeit, da kam gerade Die Wand ins Kino mit Martina Gedeck und die rannte da so gegen so eine Wand und war allein. 100 Minuten allein. Und konnte da sehr viel von sich zeigen und ich dachte, das müsste Thorsten passieren. Also habe ich ihn kontaktiert. Wir hatten uns kennengelernt, das allererste Mal bei einem Film, der hieß Ruhm.
Da haben wir beide mitgespielt. Hat meinen Chef gespielt, da haben wir uns kennengelernt. Da war ich noch sehr aufgeregt. So, kann ich mir vorstellen. Thorsten, großes Vorbild. Dann haben wir wieder gearbeitet beim Krimi Zorn. Da war es dann umgedreht, da war ich der Kommissar und er war der Bösewicht. Es gab die Szene, wo er mir ein Messer in die Leber gerammt hat. Auch nicht schön. Aber es war doch irgendwie schön. Da haben wir also wieder miteinander gearbeitet und dann habe ich mich getraut, ihm eine Rolle zu schreiben in unserem Film Alki Alki. Und das war noch nicht die Hauptrolle, sondern die Nebenrolle, aber daraus, also ungefähr zu der Zeit entstand das, dass ich zu Thorsten gesagt habe, ich möchte dir einen richtigen Film schreiben, wo du eingesperrt bist, 90 Minuten in vier Wänden, irgendwo im Keller, und dann kannst du 90 Minuten die Thorsten-Merten-Show machen und am Ende kriegst du einen deutschen Filmpreis dafür. So, und dann das wird passieren. Fühlte sich Thorsten natürlich ein bisschen geschmeichelt und hat gedacht, na gut. Lass ihn erzählen. Und dann sind wir nach Wismar, wir beide. Wir haben Heiko Pinkowski mitgenommen, sind zu dritt nach Wismar gefahren und haben dort eine Woche gebrainstormt, was man so machen könnte, was es für eine Figur geben könnte. Thorsten ist dann auf die Idee gekommen, dass es nicht unten in einem Keller ist, sondern er ist eingesperrt oben in der Höhe, wo eigentlich jeder ihn sehen kann. Nur niemand über guckt Berlin. Hoch. Ja, über Berlin. Und dann haben wir diese Direktorenfigur Jens Lambrecht erfunden, die er spielt. Und ganz viele Leichen im Keller, also weshalb man ihn entführt haben könnte. Es war klar damals für mich, dass er nicht rausfinden wird, wer ihn entführt hat. Aber wir wussten es auch nicht. Und dann sind wir aber an den Punkt gekommen, wo wir dachten, na, wir müssen das vielleicht doch klären. So, wenigstens wir müssten wissen, wer ihn da eigentlich einsperrt und entführt. Und ich hatte zu der Zeit eine Anfrage vom Ullstein Verlag. Die hatten meinen Film Ich fühl mich Disco gesehen und wollten, dass ich einen Familienroman schreibe. Nach dem Film? Nach Ich fühl mich Disco. Doch, du solltest den Film wirklich in den Roman bringen? Nö, so wie ich fühl mich Disco mit Familie umgegangen bin, okay. So eine Vater-Sohn-Geschichte, sowas wünschten die sich als Roman. Und dann habe ich halt mir was überlegt und habe gedacht, so sind diese Figuren Yannick und Tai eigentlich entstanden und ich wollte halt unbedingt mit klassischer Musik arbeiten und so weiter. Und plötzlich kam mir die Idee, warum nicht eigentlich dieses alter Ego von mir, Yannick, dieser 17-jährige Klassik-liebhabende Junge, der sich unsterblich in seinen Mitschüler Tai verknallt hat und aber noch damit hadert und das noch nicht wahrhaben will. Also ich irgendwie, mein alter Ego mit 17, warum habe ich ihn nicht eingesperrt? Das würde doch eigentlich, und dann sind diese beiden Geschichten zusammengekommen. Und dann habe ich Thorsten gesagt, du, ich schreibe da jetzt erstmal einen Roman. Und dann Thorsten, was? Ja, oh genau. Gott. Jetzt tritt er zurück. Das dauert ja ewig, wenn du jetzt einen Roman schreibst. Wann verfilmen wir das dann in 10 Jahren? Ich bin dann alt und runzlig, ich werde die Rolle nie spielen und so weiter. Na toll, ich habe eine ganze Woche investiert und mit dir diese Figur erarbeitet und so weiter. Und dann habe ich mich zurückgezogen und ein Dreivierteljahr später hatte er dann das Manuskript in seinem Briefkasten. Und dann habe ich erstmal diesen Roman geschrieben und aus dem haben wir dann die Serie gemacht. Ja. Also der Kosmos wurde einfach zu groß für einen einzelnen Film. Es waren dann plötzlich es war Yannick und seine Familie plötzlich da und es war die Familie von Tai und dann natürlich die vietnamesische Diaspora in Berlin, was natürlich auch spannend ist und da kam eine ganze Welt dazu und dann eben die Welt des Direktors und dann die Welt der Vergangenheit, also der Schülerin Melanie Heise, um die es geht, die sich das Leben nimmt und aus Liebe und dann, also es kamen so viele Geschichten dazu, dass völlig klar war, damit komme ich in 90 Minuten nicht hin, deswegen habe ich ja erstmal diesen Roman geschrieben. Ja. Ich könnte mit dir die ganzen Rollen durchdiskutieren, aber das lassen wir mal lieber. Das wäre auch zu viel. Spoiler-Alarm. Aber interessant wäre ja sowieso, genau. Interessant für mich wäre schon noch, wie du die Entwicklung siehst, dass es auch eine Chance gibt, anstatt eine Telenovela mit 500 Folgen, mit weniger Folgen, aber eine richtig lange, also einen Roman zu erzählen.
Ja, also das Fernsehen hat sich sozusagen verändert. Ja. Fernsehserie gab es schon immer, aber das ist dann doch eine andere Geschichte, wenn ich eine Staffel mache und die eigentlich fernsehunabhängig ist. Auch wenn das Fernsehen sie als erster verwertet und so weiter. Alles gut. Aber es ist ja trotzdem dann im Leben. Es ist einfach da. Und du ich profitiere tatsächlich kein Medium mehr. Das Ding ist ein Medium. Ja. Ich profitiere schon ein bisschen davon, dass sich die Sehgewohnheiten ja verändert haben. Also wenn man früher eine Serie geguckt hat, dann lag da ja in der Regel auch eine Woche dazwischen. Genau. So, ne? Man konnte ja nicht einfach alles im Stück gucken. Und dieses Bingen, wie es ja heißt, dieses Durchbingen, das ist ja jetzt, das haben wir uns ja alle angewöhnt. Und das ist natürlich toll, weil dann plötzlich, man guckt ja so eine Serie auf einmal wie einen Film. Also ich bin ja nicht gezwungen, in jeder Folge wieder alle Informationen wiederzukäuen, die man über die letzte Woche vergessen hat, sondern ich kann ja davon ausgehen, dass die Leute, auch wenn sie Folge 4 gucken, noch wissen, was in Folge 1 passiert ist. Und sonst können sie zurückspulen, das ist ja kein Ding. Genau, und das ermöglicht mir natürlich eine ganz andere Herangehensweise als an eine Serie, wo jede Folge im Prinzip für sich stehen muss. Also diese Serien gibt es ja bis heute auch noch, ne? Man hat einen festen Figurenkosmos, aber die Figuren wandeln sich nicht so stark, weil immer die jeweilige, das Gastereignis, das Episodenereignis natürlich dann zu Ende erzählt wird und diese Gastfiguren dann eine große Rolle spielen. Das Grundpersonal bleibt eigentlich immer gleich. Das ist ja oft das Prinzip von den Serien, die ich in meiner Jugend oder Kindheit noch gesehen und gekannt habe. Und jetzt für das hier, also wirklich zu sagen, man hat eine sehr volle Geschichte, und jetzt kann ich einen ganzen Roman nehmen und bin aber nicht gezwungen, links und rechts überall abzuschneiden, um ihn auf 90 oder 100 Minuten zu pressen, sondern ich kann mir erlauben, ich muss jetzt die Dramaturgie hinkriegen. Da hat mir mein Co-Autor Sönke Andresen extrem geholfen, diese 350 Szenen in sechs gleich große Häppchen zu teilen, die in sich eine Dramaturgie haben, mit einem Cliffhanger am Ende, damit man spannend weiter gucken kann. Das war die große Herausforderung, aber es ist natürlich fantastisch, weil ich einfach nicht so viel links und rechts abschneiden musste. Mhm. Ja. Ein anderer Gedanke, glaube ich, habe ich auch bei Gyllenhaal oder so gefunden, ist, dass das, was du auf die Leinwand bringst, ne, und das, was der Zuschauer sieht, sind ja zwei völlig unterschiedliche Dinge. Das ist gut möglich, ja klar. Ja. Ja, na, ich stecke ja so drin, ich habe ja natürlich meine eigene Brille auf beim Machen. Genau. Man kommt ja auch nie wieder zurück zu dieser Objektivität, mit der ich einen fremden Film schaue oder so. Ja, weiß ich gar nicht, ob das Objektivität ist oder ob das einfach Subjektivität ist, weil ich versuche da das in mein Leben zu integrieren und muss da gucken, wo passt das da rein. Ja. Und das ist eigentlich der interessante Blickwinkel. Ja, jeder guckt einen anderen Film. Ganz genau. Und es funktioniert aber trotzdem. Das ist doch der Haken. Na, das freut mich natürlich, wenn du das sagst. Ja, das ist nicht also gegeben. Du findest, also, genau, du musst so viel Leben drin haben, dass du dich auch wiederfinden kannst. Ja. Oder deine Erlebniswelt. Und die Sache mit dem Humor ist auch eine knifflige Geschichte. Weil was traurig ist, darauf können wir uns in der Regel einigen. Also wir alle wissen, dass es traurig ist, wenn da jemand an Krebs stirbt. So, und da empfinden wir alle ähnlich. Aber was lustig ist, das ist manchmal sehr unterschiedlich. Also es gibt sicherlich ganz viele Leute, die schreiben mir natürlich nicht. Ich kriege so viele schöne Rückmeldungen auf diese Serie. Das habe ich so noch nicht erlebt. Die Kritiken sind sensationell. Die Leute schreiben mir, dass sie begeistert sind. Aber die Serie doof finden oder die mit meinem Humor nicht anfangen können, die schreiben mir natürlich nicht. Klar. So, aber die wird's geben. Da wird's genug von geben. Das weiß ich. aber Humor ist halt schon auch eine wahnsinnig subjektive Geschichte. Ja. Ja. Dass man auch aufgefangen wird mit diesem Humor dann immer. Ja. Wieder, ja? Also weiß ich nicht, ne, ob du an den gleichen Stellen lachst wie ich. Ja, das stimmt, das muss auch gar nicht sein. Ne? Also ich freue mich ja, wenn du überhaupt irgendwo lachst. Ja, doch. Gelacht habe ich auch. Ja, das gefällt mir sehr gut. Du weißt aber am Ende, warum ein Film funktioniert. Und wenn du ihn von vorne bis hinten planst, ja, und dann am Ende das Ergebnis siehst, hast du den Film, den du geplant hast? Oder hast du einen funktionierenden Film? Naja, es kommt ja immer alles anders.
Also, und da ich ja den Moment auch so sehr liebe und verteidige, dass man auch beim Dreh zum Beispiel, wenn sich ein Moment gerade ergibt, der so nicht im Drehbuch steht, der aber jetzt plötzlich da ist, so, dann liebe ich das, auf diesen Momenten zu reiten und dem zu folgen. Insofern ist nie alles genau so, wie man sich's mal ausgedacht hat. Die Spieler kommen dazu und machen, verselbstständigen sich und ihre Figuren, Text ändert sich. Ich meine, jetzt stand der Text wirklich fast vollständig fest. Ich habe ja viele Filme gedreht, auch mit Improvisation, und liebe das ja, wenn die mich dann überraschen, weil sie dann plötzlich Sachen formulieren, die ich so nie formuliert hätte oder so. Also ich weiß nicht, es ist jedes Mal eine Reise. Ich freue mich extrem, wenn am Ende da ein Film bei rausgekommen ist, aber ich kann es nicht versprechen. Kannst du es nicht versprechen? In diesem, ich weiß, also hast du schon mal erlebt, dass du ihn verlierst, so dass du im Produktionsprozess denkst, oh Gott. Ja klar, natürlich. Das krieg ich doch nie wieder zusammen. Ja, natürlich, aber da muss man ganz doll auf den Bauch hören. Also es passiert einem, dass die, manchmal laufen einem die Sachen aus dem Ruder. Das passiert auch bei diesem Dreh. Was weiß ich, wir hatten einen Dreh vorbereitet an der Fischerinsel. Wir haben noch 3 Tage vorher Motivtour gemacht, uns das alles genau angeguckt, wie wir es auflösen wollen, wo wer von wo kommt. Wir kommen da an, eine Riesenbaustelle. Die ganze Fischer ist aufgerissen. Es gibt keinen Drehort mehr, es gibt kein Motiv mehr, was wir uns überlegt hatten. Wir mussten spontan irgendwo anders hinziehen und so weiter. Dort war dann Party, da war ein Schiff und da haben die Geburtstag gefeiert. Laute Musik konnte man nicht drehen. Also es war Wahnsinn, wir mussten irre improvisieren. Gut, aber das das ist dann so. Kann man auch nicht eingeschnappt sein und sagen, nee, dann sagen wir den Dreh jetzt ab. Wenn man da aus der Jugendbildung und aus der Erwachsenenbildung kommt. Dann, das hilft dann. Ja, das glaube ich auch, das hilft dann. Und wenn man dann vielleicht auch noch eine ostdeutsche Vergangenheit hat, ja, könnte es auch noch helfen. Vielleicht, ja. Auf jeden Fall ist, was ich damit sagen will, ist, man denkt sich das alles aus, ja, und man konzipiert das sehr lang, und aber ob es dann am Ende funktioniert, das ist immer wieder ein aufregender Prozess, und ich kann das nicht garantieren, dass es am Ende funktioniert. Ich kann garantieren, dass dann am Ende irgendwas da ist, was dann auch irgendwie funktioniert. Aber ob das, was ich mir mal ausgedacht habe, genau so geht wie ich, und ob es ankommt, das ist ja sowieso das allergrößte Geheimnis auf der Welt. Ja. Also es kann dann für mich funktionieren, aber ob es für dich funktioniert, das ist schon wieder eine ganz andere Frage. Und ich finde es aber so wichtig, dass man sich das offen lässt. Also auch, dass man die Chance zum Scheitern lässt. Da sind wir wieder beim Künstler. Und beim Film ist ja tatsächlich der Regisseur der Künstler. Und immer wenn das ein anderer versucht, in die Hand zu nehmen, geht es auch schief. Wie meinst du? Also ich meine, jedes Handwerk, jede Kunst für sich ist auch eine Kunst. Ja, ja? Klar. Aber ob der Film, wie der Film ein Wert und so weiter, das bestimmt halt der Regisseur. Bestimmt? Es braucht jemanden, der den Überblick behält. So. Ja, und es braucht auch jemanden, der sich durchsetzt und das macht, was er machen muss. Während du anderen sagen kannst, nee, das musst du jetzt machen, mach das einmal, aber dann machst du das, was ich sage. Während du selber musst ja das machen, was du machen wolltest, machen musst, sonst verlierst du die Kunst ja aus dem Blick. Ja, aber ich bin mir über das Muss nicht so ganz sicher. Also, weil es ist ja immer Zusammenspiel, und ich begreife mich ja am allerliebsten auch als Spielleiter und nicht als Regisseur. Also ich bin ja nicht so der sagt irgendwie, das habe ich mir ausgedacht, das muss jetzt genauso umgesetzt werden. Im Detail. Ja, ich freue mich ja immer unglaublich, wenn jemand eine gute Idee hat. Und zwar egal, ob aus dem Gewerk oder von den Spielern vor der Kamera. Ich bin ja immer zu überzeugen, wenn die Idee aus dem Herzen herauskommt und die stimmt aus der Figur oder wie auch immer. Ich freue mich. Ich freue mich über jede Form. Ich freue mich, wenn die Leute durchdrehen und ihre eigenen Visionen entwickeln. So. Sagen wir mal, du schaffst einen Körper und jemand bringt einen Knochen mit rein, dann freust du dich. Ja, aber natürlich. Das Gewebe, das Fleisch und so weiter, das hast du ja in deiner Vorstellung, in deinem, da will ich eigentlich hin. Zum Beispiel bei der Musik, Filmmusik. Ja. Ich versuche, weil ich Spaß daran habe, Filmmusik zu produzieren. Und
Ich habe Stuart Copeland getroffen, der hat in Schwerin mit seinem Police-Projekt seine Europatour gestartet irgendwie. Ich kenne Stephen Copeland gar nicht. Hat er was mit Aaron Copeland Stuart, zu tun? Stuart Copeland. Nee. Der ist der Schlagzeuger von Police. Ach, das, okay, alles klar. Und der hat nach der Police-Zeit ja auch da gestanden und gesagt, was mache ich jetzt? Weißt du, die anderen beiden sind Stars. Ja, ja. Und was mache ich jetzt? Spiele ich irgendwo anders? Dann hat er angefangen, Musik zu schreiben, Filmmusik zu schreiben. Und der sagte mir, der Filmmusiker ist ein Handwerker. Ja. Der Regisseur ist der Künstler. Da musst du immer drauf achten. Da musst du immer drauf achten. Du kannst da keine Kunst machen. Das, was du machst, ist keine Kunst. Das ist Handwerk, weil das bestimmt der Regisseur, wie das wirkt und wie das funktioniert und wie das eingesetzt wird. Ja, ich weiß nicht, ob ich gar kein Handwerker bin, weil ich merke ja, dass sich der Werkzeugkasten über die Jahre und mit der Erfahrung auch erweitert. Und das heißt, wenn ich merke, es gibt einen Werkzeugkasten, also aus Erfahrung schöpfen, dann hat es ja auch irgendwas mit Handwerk zu tun. Also unabhängig davon, dass ich schneiden kann, so. Aber und gerade bei der Musik, ich verstehe das für ihn, das ist ja auch oft wirklich viel Handwerk, zum Beispiel einen Film anmalen mit Musik, einen Film, der fertig ist. Meine Komponistin und ich, wir bearbeiten ja zum Beispiel ganz anders. Also sie macht die Musik ja zum Beispiel vorher. Mhm. Und ist dann auch frei. Und soll auch frei sein. Also ich will nie, dass sie eine fertige Szene vertont, sondern ich schicke ihr eine Notiz oder was ich mir vorstelle in etwa, was für ein Stück, manchmal vergleiche ich das auch mit einem Stück klassischer Musik oder so. In diesem Fall war es ja so, dass Yannick, die Hauptfigur der Serie, ja ein großer Fan klassischer Musik ist und Martina hat von Anfang an gesagt, dann lass uns überlegen, welche klassischen Musiken das sind und dann will ich aber eine Perspektive von Yannick obendrauf komponieren. Mhm. Ich möchte das recomposen. Ja, ganz toll gelöst. Mhm. Und einfach andere Instrumente mit rein. Ja, da kommt die singende Säge dazu, kommt eine Elektronik dazu, ein Schlagwerk und so weiter. Und dann kriegt es auf einmal auch, wir haben das immer so eine mangahafte Jugendlichkeit kommt dann da obendrauf. Und aber die Hälfte der Musik ist natürlich auch original Eisenreich. Alles, was auch im Gefängnis bei Herrn Lamprecht passiert, wir haben also für Yannick diese Elemente der klassischen Musik, dann haben wir bei Lamprecht so perkussives, drängendes, um dieses klaustrophobische Gefängnis, in dem er da... Ja, also das haben wir drin und dann haben wir von auf der Seite von Tai, der ja eine Mission verfolgt, tatsächlich was Spannungsgeladenes, was auch immer wieder die Absurditäten und den Witz auf den Boden der Tatsachen zurückbringt. Und es passiert ganz oft, dass Martina mir dann Musik schickt, wo ich total überrascht bin, weil ich dachte, huch, ist ja ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe. Wo hat sie das her? Ja, ist ganz anders, als ich gedacht habe. Und dann inspiriert mich das aber. Also dann höre ich das und denke, okay, dann kann ich das vielleicht da und da und dort und da verwenden. Und hier, Enqua, hör dir das mal an. Das ist plötzlich die Spannung der Nacht. Und dann hat das einen ganz anderen Zug. Und dann benutzen wir das beim Dreh und ich spiele das dann vor und so weiter. Und dann führt Martinas Musik dazu, dass wir wieder was Neues schaffen oder dass wir uns inspiriert fühlen. Und deswegen finde ich das gar nicht so sehr, also das ist auch alles, das ist natürlich alles Handwerk, aber ich versuche schon, und nicht nur in der Musik, auch in jedem Gewerk, dass die Leute anfangen können, selber zu denken und kreativ zu werden. Also das macht den Kosmos unserer Filme aus, dass ich nicht alleine entschieden habe, was wie zu sein hat. Du teilst aber deine Liebe zur Musik aus. An der Stelle. Yeah. Und teilst sie auch zu. Und sagt, ihr habt ja einen Raum, in dem ihr agieren könnt. Ja. Großartig. Ja. Das funktioniert immer? Du, ich denke von Film zu Film und von Werk zu Werk und steckt dann ja immer drin. Ich bin ja nun wirklich nicht so in der Lage, da objektiv noch drauf zu gucken, ob es funktioniert bestimmt nicht immer alles, also tut's nicht, aber in dem Moment funktioniert es für mich, also ich bastel so lange dran rum, bis es für mich funktioniert. Ja.
Also, mir gefällt das Konzept total super, weil ich habe oft den Eindruck, wenn ich bestimmte Sachen sehe, dass einfach die Musik den Job macht, den die Szene eigentlich machen sollte. Ja, ich will zum Beispiel, dass man die Musik hört, weißt ja. du? Ich will, dass die Musik ein Kommentar ist. Du willst nicht, dass die im Hintergrund... Die soll nicht irgendwo, ich meine, es ja. ist berechtigt, das ist schön, das gibt's manchmal, das hilft ja. oder so. Aber ich will eigentlich, wenn Musik erklingt, dann will ich, dass man sie hört und dass sie ein Kommentar wow. Zu der Situation ist. Das ist ein tolles Statement. Ja. Okay. Da freue ich mich sehr drüber. Das ist wirklich cool. Was ist die Verantwortung des Künstlers, der Geschichten erzählt? Was macht er eigentlich? Ja, der darf seine Figuren nicht verraten. Mhm. Also ich, die Verantwortung ist, auf der künstlerischen Ebene alle Figuren mit Augenhöhe zu betrachten und ihnen den Raum zu geben, den sie brauchen, im besten Fall eine Entwicklung mitzugeben, und zwar nicht nur den Hauptfiguren, sondern möglichst jeder Nebenfigur, auch wenn die noch so klein ist, irgendeine Form von ich will, dass jede Figur das Recht hat, gut und böse zu sein, ambivalent zu sein. Ich will die miesepetrigen Figuren auch lieb haben, und ich will, dass die guten Figuren Abgründe haben. Und das ohne, dass sie ihre Figuren verraten. Also weder für einen Witz noch für eine formale Idee. Ich will denen auf Augenhöhe begegnen. Und als Regisseur auf der handwerklichen Seite des Filmemachens, des Teamprozesses, des man arbeitet mit Menschen, will ich das Gleiche. Ich will auch, dass wir alle auf Augenhöhe miteinander arbeiten. Also ich rede nicht von irgendeiner demokratischen Form des Filmemachens, wo wir gemeinsam entscheiden, ob eine Idee gut ist oder nicht, sondern ich rede, also das erübrigt sich, wenn wir alle vom selben sprechen und uns auf Augenhöhe miteinander unterhalten, dann sind die Hierarchiefragen nicht so interessant. Die spielen dann einfach nicht so eine große Rolle, sondern ist Augenhöhe viel interessanter. Also das ist für mich die Verantwortung des Künstlers und des Regisseurs. Ja, das kommt sehr gut raus. Also für mich kommt das sehr gut raus. Mir hat besonders gut gefallen bei Nackt über Berlin, dass Ambivalenzen auch nicht ausdiskutiert werden müssen. Mhm. Die sind einfach da. Mhm. Ja? Und da gibt es ganze Rollen, wo man sagt, ja, ist diese Figur jetzt gut oder schlecht? Ja, und sie ist halt beides. Ja. Ne? Hat sie Schuld auf sich geladen? Ja. Hat sie keine Schuld? Ja. Und auch da kommt ein Unentschieden bei raus. Ja. Hat sie Schuld? Ja. Kann man es verstehen? Vielleicht. Ja. Also, ja, genau. Ja. Würde man sich genauso verhalten können in beide Richtungen, unter welchen Umständen? Ja, ne? Genau. Das ist schon tiefes, das ist das, was ich meine mit tiefen Sachen, mit leichter Hand dann aber auch wieder weiter zu erzählen. Ne? Nicht da stecken zu bleiben und zu sagen, hast du ganz toll gesagt, gefällt mir. Aber Figuren zum Beispiel, nicht zu verraten. Aber ja. zum Beispiel Thorsten Merten auch einfach als ein wahnsinniger Anwalt seiner Figur. Ja. Also der arbeitet natürlich auch daran, und die guten SpielerInnen machen das alle, ja. Also, dass sie natürlich Anwälte ihrer Figuren sind. Und das muss man dann auch ernst nehmen. Aber das ist ja ihre Kunst. Du musst ihnen ja... Ja, genau. Und es ist aber auch gleichzeitig in Anführungsstrichen die Kunst beziehungsweise das Handwerk des Regisseurs, das auch zu sehen und zu akzeptieren und dann eben nicht eingeschnappt zu sein und zu sagen, das habe ich mir aber anders überlegt. Insofern, um nochmal zurückzukommen auf deine Frage vorhin, es wird immer anders. Ich würde sagen, dass 2/3 der Szenen anders werden, als ich sie mir vorgestellt habe. Ein Drittel wird ungefähr genau so, 2/3 werden irgendwie anders und meistens aber besser, als ich es mir vorgestellt habe. Das muss ein schöner Moment sein, wenn man das erkennt. Ja, das ist ein schöner Moment. Was macht glücklich bei dieser Arbeit? Also das, was mich am allerglücklichsten gemacht hat, ist, es war wirklich einer der schönsten Drehs in meinem Leben, von der Atmosphäre, weil das war auch wichtig. Ich habe tolle Leute kennengelernt und wir haben es geschafft, zusammen mit der Produktionsleiterin Susan Engnert, die
all diese wunderbaren Menschen zusammengebracht hat. Weil 3 Monate Dreh ist eine lange Zeit. Dreh ist ja immer ein bisschen Ausnahmezustand. Das ist ja nicht, man geht irgendwie 8 Stunden arbeiten und dann geht man wieder nach Hause. Das sind 16-Stunden Tage und das jeden verdammten Tag. Und wenn die keinen Spaß machen, dann ist so ein Dreh die Hölle. Und das war aber voller Lust und Freude am Machen. Und das haben alle so empfunden. Also das ganze Team hatte wirklich Freude bei der Arbeit an dieser Serie. Und dann ist es immer so, es gibt ja diese blöden Sprüche, ja, wenn es nicht furchtbar war, dann kann es auch nicht gut werden. Ja? Okay. Ja. Also alle müssen durch die Hölle gegangen sein, sonst kommt kein gutes Produkt dabei raus. Diese Kuschelproduktionen, da kommt immer nur Scheiße bei raus und so. Und aber jetzt bei der Teampremiere zu erleben und dass alle, die da waren, nicht nur eine gute Zeit beim Dreh miteinander hatten, sondern von der fertigen Serie fast noch mal mehr begeistert waren. Das war der glücklichste Moment, den ich überhaupt hatte. Also dass dieser Stolz, den sie beim Dreh hatten auf die Produktion, dass der sich auch auf das fertige Produkt übertragen hat, die fertige Serie. Produkt ist so ein Scheißwort. Der Vater des Erfolges zu sein und das zu erleben, ja. Diesen Moment meinst du? Naja, und jetzt mit der wirklich tollen Presse, die wir haben, auch den Beweis antreten zu können. Da muss was sein. Das kann jetzt nicht nur Schmarrn sein. Auch wenn man nett war, kann es gut werden. Okay. Das ist mein Punkt, weißt du? Weil ich habe natürlich immer Angst, dass ich zu nett bin oder dass ich niemals was Tolles hinkriegen werde. Ich bin ja dann auch ich habe dann auch ab und zu mangelndes Selbstwertgefühl und denke, Castorf schreit da rum und bam und macht so Dinger oder alle schreien. Meinst du nicht, der macht das aus dem gleichen Grund? Mit dem Rumschreien? Dass er auch einfach unsicher ist an der Stelle? Ja, natürlich ist er unsicher. Ja. Klar, sonst schreit man ja nicht. Genau. Aber ich schreie ja nicht. Also du erlaubst dir still, unsicher zu sein. Nee, ich sag das auch. Ich sag, dass ich gerade keine Ahnung habe oder dass ich mir darüber keine Gedanken gemacht habe oder ich weiß nicht, wie es weitergeht, Leute, oder irgendwas. Also ich mache mich ja nackig. Wirklich. Über Berlin. Ja. Einmal rund. Also und versuche eben, dass mir möglichst, es gelingt natürlich nicht immer, aber dann kann man sich auch entschuldigen. Also mir geht's darum, dass man wirklich gemeinsam auf Augenhöhe miteinander arbeitet und eben nicht in irgendeine komische Hierarchie-Ding kommt sondern das ist einfach, dass man gut miteinander, dass ich nicht rumbrüllen muss. Ich habe keine Lust, ich funktioniere auch nicht mehr. Wenn mich jemand anschreit, funktioniere ich nicht mehr. Und das geht allen so, glaube ich. Und deswegen will ich, und ich denke aber immer, okay, die wirklich genialen Regisseure, das sind auch alles cholerische Arschlöcher gewesen. Ich meine, Fassbinder war eine Katastrophe, glaube ich, menschlich. Der hat fantastische Filme gemacht. Aber und auch Kubrick und auch, ich glaube, auch Loriot war im Inszenieren. Nicht einfach. So, aber diesen Beweis anzutreten, man kann nett sein und auf Augenhöhe miteinander arbeiten und es kann trotzdem gut werden. Ja. Das bedeutet mir, glaube ich, richtig viel. Ja, da bist du zu beneiden um diese Erfahrung. Also du hast an einem Set gearbeitet, wo es Klick gemacht hat, ja? Ja. Wo es einfach eine Ensemble-Geschichte war, von der Produktion bis zum Caterer. Ja. Verrückt. Ja, das ist schon toll. Herzlichen Glückwunsch, kann ich da nur sagen. Eine Frage habe ich noch, und zwar, wie siehst du das? Welche Geschichten müssen wir jetzt erzählen? Was sind die wichtigen Dinge, die uns aus dieser ziemlich schwierigen Zeit, die wir ja gerade haben, nach vorne bringen? Ich würde gerne gegen diesen schrecklichen Individualismus anarbeiten, gegen dieses, ja, nicht Individualismus, sondern diese Einzelkämpfer-Mentalität. Also, dass Menschen miteinander mehr hinkriegen als alleine,
dass das Zusammenarbeiten der Menschen, dass das gemeinsame an einem Strang ziehen, dass das Reden, sich auseinandersetzen, miteinander arbeiten, immer wertvoller ist, als das Einzelschicksal diese komische Heldenerzählung, diese Vereinzelung bis in die Vereinnahmung. Ja. Vereinsamung. Norman Mailer hat schon damals gesagt, also der Kern der westlichen Kultur ist tatsächlich der vereinsamte Mensch. Ja. Ja. Und ich finde, raus, das, ja? dieses sich freikämpfen und ist ja toll und super und wichtig für jeden Einzelnen, aber natürlich ist Individualismus führt auch am Ende des Tages immer zu einer gewissen Vereinsamung. Und irgendwie müssen wir das in den Griff kriegen. Also ich weiß nicht, dass wir uns haben, deswegen sind wahrscheinlich auch Familiengeschichten so wahnsinnig wichtig, aber Familie auch im Sinne von, ich suche mir meine Familie. Es muss ja nicht die genetische Funktionale. Ja, weißt du, ich kann mir auch die zusammengesuchte Familie, die Freundschaft suchen, aber wir, die Menschen, Wahlverwandtschaften, ja, hätte die Menschen gesagt, müssen zusammenhalten, und ich glaube, das ist die Geschichte, die man immer und immer und immer wieder erzählen muss. Ja. Und andererseits ist es ja eine Geschichte, dass jeder auch wahrgenommen werden sollte in seiner Besonderheit und ja, auch angenommen wird. Ja. Das ist auch eine schöne Zeit, wo genau. Es normalisiert wird, dass Menschen halt anders sind, unterschiedlich, wie in den 1920ern schon mal in Ansätzen. Ja, ja. Jetzt wieder, aber diesmal tiefer und anhaltender, nachhaltiger, finde ich. Ja. Dadurch, dass eine Generation aufwachsen durfte, die es einfach schon gelebt hat. Und den anderen sagt, hey, wir machen den Quatsch jetzt nicht mit, so geht's jetzt nicht weiter. Es genau, und trotzdem dürfen wir uns vor lauter Individualismus nicht in die Vereinsamung treiben lassen. Genau, also, okay. Also dieses, am Ende des Tages hat es mit dem etwas abgegriffen klingenden Wort Toleranz zu tun, ja? Also tatsächlich nicht nur wir selbst finden unseren Platz in der Gesellschaft und finden unseren Weg und werden in unserer Individualität, stehen zu unserer Individualität, sondern auch alle anderen, wir als, also wenn ich jemand, ich muss auch Toleranz immer wieder von Neuem lernen. Und ich muss, wenn jemand sich freigekämpft hat, muss ich auch tolerant genug sein, um das zu akzeptieren und dann wieder zusammenkommen. Also es ist so. Wobei Toleranz immer auch eine Abgrenzung ist, ne? Also ich lass dich sein, wie du bist. Ja. Und lass dich aber auch. Ja, es ist eine Trennung. Ja. Es ist ein ungünstiges Wort. Es stimmt. Also Akzeptanz. Akzeptanz, Offenheit. Vielleicht ist Offenheit einfach ja. Ja. Verbundenheit. Verbundenheit ist sowieso. Darum geht es dann am Ende des Tages. Ne? Ja. Ja. Genau, vielleicht habe ich mich nicht geschickt ausgedrückt, aber ich glaube, ungefähr weißt du, worum es mir geht. Es geht mir um Zusammenhalt. Hast du dir schon neue Geschichten ausgesucht? Ist jetzt ein bisschen früh die Frage. Natürlich. Also da wartet genug. Da wartet genug. Warten genug Pfeile. Ja, jetzt geht's nächste Woche geht's los mit Proben am Berliner Ensemble. Da kommt dann Theaterstück. Mutti, was machst du da? Ah, mit Musik oder ohne? Mit Musik von Martina Eisenreich. Sie schickt mir hier schon am laufenden Band wunderbare Musikstücke, auch Familiengeschichte mache ich mit meinem Mann zusammen. Paul und ich haben Theaterstück geschrieben, auch inspiriert von unserer eigenen Geschichte, Beziehung und unserer Familie natürlich. Dann schwirren zwei Kinofilme in meinem Kopf herum. Eine Serie schwirrt im Kopf herum, die ist schon ein bisschen konkreter, die muss geschrieben werden. Fehlt jetzt gerade noch die Person, die sagt, das Geld ist da. Die Zeit nimmst du dir dann, wenn es soweit ist, ja? Ja, muss ich ja, genau. Und es gibt viele schöne Opernprojekte. Ja. Ja. Und schreibst du irgendwann noch eine Oper? Musik? Also ja. Libretti, ja. Libretti, ja, das habe ich gelesen. Sind zwei in Arbeit. Ja. Ja. Ah, sehr gut. Nein, ich selbst Musik, das mache ich nicht mehr. Glaubst da ist ja der Anspruch auch zu hoch. Ich habe wunderbare Komponistinnen, mit denen ich zusammenarbeite. Das überlasse ich mal den Leuten, die das wirklich können. Das ist ein schöner Satz, da ist der Anspruch auch zu hoch. Da habe ich zu viel Hochachtung vor, heißt das auch. Ja, super. Ja.
Ich finde das ganz großartig, was du machst und freue mich darauf, neue Projekte von dir zu sehen und zu hören und wünsche dir auch bei allen so viel Spaß und dass es immer in den Ensemble so Klick macht, weil das ist es wert, oder? Das ist es wert. Ich danke dir. Danke, Axel. Das war ein tolles Interview. Hat mir sehr gut gefallen. Ich wünsche dir alles Gute. Danke dir auch. Danke. Podcasts leben vom Abonnieren. Tun Sie es jetzt. Erzählen Sie es weiter. Dieser Podcast ist kostenlos zu hören und soll es auch bleiben. Es ist Platz für passende Werbung und auch die Namensnennung von Unterstützenden. Alles weitere dazu und auch alle anderen Informationen zu diesem Podcast gibt es unter www.mensch-und-kultur.de. Danke fürs Zuhören, danke fürs Teilen und danke für Anregungen, Hinweise und Ideen, die noch kommen mögen. Andersen Storm sagt schon einmal Moin und Tschüss. Das macht man in Schwerin nämlich so. Soweit das Interview mit Axel Ranisch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dieser Podcast wird als nächstes eine Zusammenfassung oder irgendein Resümee über die ersten 16 Folgen bringen und dann in eine Pause gehen. Mensch. Und. Kultur. Der Podcast. Der Podcast. Der Podcast. Der Podcast. Der Podcast. Jetzt ist eure Meinung und Hilfe gefragt. Was hat euch besonders gefallen an meinem Kulturpodcast? Was könnte besser gemacht werden? Welche Themen hättet ihr gern noch im Podcast gehört? Und wie können wir ausgehend von dieser ersten Staffel das Format entwickeln und auf feste Beine stellen? Ideen, Meinungen, Vorschläge und was ihr sonst noch inhaltlich Wichtiges mitteilen wollt, gern als Kommentare in dem Blog oder bei YouTube, Facebook oder Instagram.